Ich bin übrigens Natalie. Freut mich, Keanu. Hey, keine Angst, ich tue dir nicht weh. Du bist es denn genauso wie ich? Ja. Auf zu reden und sag, was du drauf hast. Ich persönlich, ich würde niemals mit einem Mann direkt ins Bett gehen. Also das mache ich nicht. Also einen Mann muss man ein bisschen zappeln lassen. Erzählen Sie mal. Ja, Keanu, dieser Mistkerl. Er will die Scheidung. Und die soll er jetzt auch bekommen. Aber Sie müssen dafür sorgen, dass Ihnen das auch wirklich teuer zu stehen kommt. Frau Wagner, vertrauen Sie mir, das ist eine meiner Spezialitäten. Bei mir ist noch keine Mandantin finanziell zu Schaden gekommen. Das verspreche ich Ihnen. Wie steht Ihr Ex denn finanziell da? Eigentlich gar nicht mal so schlecht. Er hat jetzt eine Werkstatt eröffnet. Und jetzt will er mich ohne einen Cent dastehen lassen. Frau Wagner, also zumindest finanziell werden wir ihn zur Rechenschaft ziehen. Sie müssen wissen, er ist gewalttätig. Brutal. Hat er Sie geschlagen? Frau Wagner, alles, was Sie mir jetzt sagen können, wäre wichtig vor Gericht. Haben Sie dadurch auch psychische Probleme erlitten? Ja. Mhm. Okay. Frau Wagner, ich verspreche Ihnen, das kriegen wir hin, gemeinsam. Ja? Ja. Gut. Danke. So kann man eine neue Wohnung auch einweihen. Aber nicht, dass du denkst, dass ich sowas öfters mache. Ich wollte dir wirklich nur die Bratpfanne vorbeibringen, um die du mich gebeten hast. Du, ich hatte auch keine Hintergedanken. Mir sind einfach mal die Sicherungen durchgebrannt. Geht mir genauso. Aber ich bin ein bisschen verwirrt. Ach, mach dir doch keine Sorgen. Das wird sich nach einer Zeit legen. Wenn es nach mir gehen würde, dann würde ich mir öfters mal was bei dir leihen. Hast du bisher bei Mami gewohnt oder warum bist du so schlecht ausgestattet? Ich habe eine blöde Trennung hinter mir. Eine sehr schlimme Trennung hinter mir. Und darüber möchte ich nicht reden. Aber du kannst mir dabei helfen, damit es besser wird. Auch mal wieder da, ja? Ich dachte, du wolltest die frisch gewaschenen Handtücher holen von dir. Oh Gott, die habe ich komplett vergessen. Ja, ich sehe es. Wo warst du? Du glaubst nicht, was ich gerade erlebt habe. Neben mir zieht gerade ein Typ ein, der sieht nicht nur hammermäßig gut aus, der ist auch ein Gott im Bett. Warte mal, also du hast gerade mit einem Typen gepoppt, während du eigentlich Wäsche holen wolltest. Du. Seit wann gehst du mit einem Typen ins Bett, den du nicht x-mal gedatet hast? Was ist denn bei dir los? Ich weiß, dass du mich für verklemmt und spießig hältst. Aber ich kann auch anders. Ja, ich hab's gemerkt. Das mit Keanu, so heißt er, war nicht nur Sex. Ich hab mich von dem sogar fesseln lassen und ich fand es richtig gut. Also den musst du mir unbedingt mal vorstellen. Du weißt ja, dass das genau mein Ding ist. Und wenn er auch noch gut aussieht, alles perfekt. Wenn es jemand braucht, ja, gefesselt zu werden, ich meine, ab und zu mal irgendwelche Spielchen im Bett sind ja okay, ob man irgendwie ein Spielzeug dazu nimmt oder sonst was, ja, oder sich mal fesselt, ist ja okay, aber es muss nicht immer sein. Das muss ich leider ablehnen, weil das zwischen Keanu und mir, das war mehr als Sex. Ich habe richtig Schmetterlinge im Bauch. Ja, okay, das ist was anderes. Ich sehe ja, wie du strahlst. Komm her. Schön, dass du immer wieder eine Affäre hast. Mach dich gleich viel lockerer, ne?
Sex ist die beste Medizin. An deine Abschleppquote komme ich eh nicht ran. Das will ich aber auch gar nicht. Sex und Liebe interessiert mich nicht. Drück mir bitte einfach alle Daumen, dass er sich auch in mich verliebt hat. Zumindest so ein kleines bisschen. Ich drück ganz fest, ja? Aber Hauptsache der Sex ist gut, das ist schon das Wichtigste. Ja. Ich geh mich umziehen. Ja, beeil dich. Schon spät dran. You only call me on the weekends when you're out in a boat. Only chasing highs, you need me. He brings me flowers on a Tuesday. He gives me good love and something that I never thought existed. I know what I need, ain't gonna lie. I know what I want, speaking my mind now. A queen needs a king to be by her side. Ich würde gerne da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Keanu, verdammte Scheiße! Du hast mir eine Heidenangst da gejagt. Vertrau mir, tu, was ich dir sage. Und wir werden eine Menge Spaß haben. Okay, was soll ich tun? Bei solchen Spielchen kann schnell auch mal der Tatbestand einer Nötigung oder Freiheitsberaubung erfüllt sein. Solange Natalie aber damit einverstanden ist, dass Keanu sie auf diese Art und Weise verführt, ist das Ganze in Ordnung. Er muss aber sofort aufhören, wenn sie Stopp sagt oder irgendwie anders zu erkennen gibt, dass es ihr nicht mehr gefällt. Summer days, they go shorter. With every hour, every minute of every day. Couldn't sleep even if I wanted. Hallo. Hallo. Nee, sieh mal eine. Hi. Bist du auch mal da? Hm? Nachdem du heute wieder spät dran bist und gestern auch nicht an dein Handy gegangen bist, nehme ich an, du warst wieder schwer beschäftigt. Ja, da hast du recht. Und wenn du mir eben das Make-up nachziehst, sage ich dir auch mit. Deal, das lasse ich mir nicht entgehen, was du mir dazu erzählen hast. Keanu hat gestern schon auf mich gewartet. Das war einfach nur fantastisch. Aber trotzdem, ich muss ja echt sagen, der macht komische Dinge mit mir. Erst fesselt er mich, dann verbindet er mir die Augen. Der braucht die komplette Kontrolle. Sonst macht ihm der Sex keinen Spaß. Und damit hast du jetzt ein Problem. Nein, ich habe damit kein Problem. Ich habe das nur noch nie gemacht. Also ich schon, ne? Ich habe dir ja von dem Typen erzählt, den ich letztes Jahr im Urlaub kennengelernt habe. Und er war mindestens genauso drauf. Und ganz ehrlich, das war der geilste Sex in meinem ganzen Leben. Ja, also ich bin ja eigentlich so, ich stehe ja überhaupt nicht darauf, dass wenn der Mann komplett beim Sex die Kontrolle hat, ja, weil ich bin eigentlich immer der dominantere Paar und mag eigentlich immer die Kontrolle, alles im Griff haben. Ich hatte noch nie was Geileres vorher erlebt, wirklich, das ist mein Ernst. Und ich dachte, dir gefällt es auch, also hast du es zumindest rübergebracht letztens. Ja, ich genieße ja auch extrem, was Keanu mit mir tut, aber ich kenne ihn ja kaum, wer weiß, vielleicht... Vielleicht ist er im wirklichen Leben ja auch so brutal. Quatsch. Ganz ehrlich, die Typen, die im Bett so dominant sind, die sind im wahren Leben total die Sensibelchen. Deswegen wollen sie ja auch dich als Frau dann unterwerfen. War bei meinen Urlaubsflirt nicht anders. Mhm. Da kannst du sicher sein, wirklich. Hallo Mädels. Hi. Hi, da bist du ja schon. Kannst du direkt hinsetzen. Ach, danke. Na, alles gut? Ja, ich freue mich jetzt total auf mein Make-up. Da habe ich wenigstens ein Highlight an diesem Scheißtag. Was ist passiert? Das hast du aber nicht geschminkt, oder? Das war mein mieser Ex. Er hat mir gestern aufgelauert. Die letzten Monate waren wirklich die Hölle. Wir haben nur noch gestritten. Und letzte Woche hatte ich dann die Nase voll und habe seine Sachen einfach gepackt und vor die Tür gestellt. Aber er kann die Trennung nicht akzeptieren. Er stalkt mich regelrecht. Und gestern, da ist er sogar handgreiflich geworden. Und das ist das Resultat. Gerade finanziell, er weigert sich, mir Unterhalt zu bezahlen. Er droht mir sogar. Er sagt, wenn ich nicht zurückkomme, dann lässt er mich verhungern. Ich hoffe, du hast eine gute Anwältin. Ja, das schon, aber ja, die Angst bleibt. Er kann wahnsinnig gut lügen. Was ist, wenn mir am Ende gar keiner glaubt, was ich alles durchgemacht habe? Das Beste ist, wenn wir jetzt erstmal ein Foto von dem Pfeilchen machen. Dann hast du einen Beweis, falls du mal einen brauchst. Ja, das ist echt eine gute Idee. Weil ewig sieht man das ja auch nicht. Das wird ja immer mehr verblassen. Ich gebe dir mal mein Handy, dann kannst du ein Foto machen. Das ist echt
echt übel aus, ne? Mhm. Ja, so sieht man's. So, perfekt. Ja, vielen Dank. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mir so einen Luxus in Zukunft leisten kann wie mit dem Make-up. Aber heute gönne ich mir das mal. Das muss sein. Weißt du was? Die Behandlung heute ist kostenlos. Lass dich mal so richtig verwöhnen. Das ist echt nett von dir, danke. Die beiden Frauen machen es grundsätzlich richtig, denn bis zum Scheidungstermin wäre das Veilchen sicherlich schon wieder verblasst. Nun gibt es ein Foto davon, aber so ein Foto sagt nichts darüber aus, wie es zu dem Veilchen gekommen ist. Deshalb sollte bei häuslicher Gewalt immer auch sofort die Polizei eingeschaltet werden. Ja, ich nehme, glaube ich, das hier. Oder das? Keanu! Oh, na, na. Ich konnte gar nicht richtig arbeiten heute. Ich musste die ganze Zeit an dich denken. Ich musste auch die ganze Zeit an dich denken. Also, Nathalie, wenn nicht so viel versprochen, ist ja mindestens genauso heiß, wie du mir den beschrieben hast. Danke. Aber weil wir eh gleich Mittagspause haben, will ich meine Sushi-Platte essen und lasst euch zwei Süßen mal allein, ne? Bis gleich. Nicht hier. Komm mit nach hinten. Sag, dass du mir gehörst. Das weißt du doch. Hallo, Frau Delling. Wagner Isabel hier. Ja, ich brauche morgen früh dringend einen Termin. Ich habe tolle Neuigkeiten. Ja, nur so viel. Mein Ex hat mich geschlagen. Aber ich habe eine Zeugin, die bereit ist, für mich auszusagen. Ja, ich finde das auch total großartig. Okay, dann sehen wir uns morgen früh. Tschüss. Komm, hilf mir. Zieh mich auch aus. Was geht denn hier ab? Oh Gott, entschuldige. Ich habe komplett vergessen, dass wir verabredet waren. Du falsche Schlange. Du hast so getan, als hättest du Mitleid mit mir und heimlich poppst du meinen geisteskranken Ex. Was? Was machst du denn hier? Hau ab. Mach, dass du wegkommst. Deinen Ex? Moment mal. Stimmt es, dass du ihr Ex-Mann bist? Nun ja. Dann bist du derjenige, der hier sofort verschwindet. Nein, definitiv nicht. Wir klären das Ganze, bevor ich gehe. Ich habe keinen Bock auf deine Lügen. Du bist ein geisteskranker Schläger. Und ich hasse mich dafür, dass ich mich überhaupt auf dich eingelassen habe. Und jetzt hau ab. Auf gar keinen Fall. Also ich finde Männer total feige und die Frauen schlagen, also... Die gehören eigentlich für mich eingesperrt. Für eine Woche in einen Käfig, Hundekäfig am besten. Verschwinde! Oder ich rufe die Polizei! Das ist alles nur deine Schuld. Und wir sehen uns noch mal wieder. Und du gehst jetzt bitte auch besser? Wie? Aber warum? Wir haben doch noch so viel zu besprechen. Ich muss dich vor allem über dieses Monster hier aufklären. Hörst du nicht richtig? Bitte geh jetzt. Ich möchte alleine sein. Ja, okay.